Hier geht es um Macht. Um die absolute Macht. Und er benutzt eben den Mob für dieses Ziel. Also, was er da vorschlägt, ist unverschämt. Erst durch unsere harte Arbeit ist das Land profitabel geworden. Und jetzt soll es dieser verdammte faule Plebs kriegen. Tja, da kann der Senat gar nichts tun. Wenn er gewählt wird, macht er selbst die Gesetze. Man kann nichts gegen einen Tribun unternehmen. Ein anderer Tribun würde es vielleicht tun, hä? Octavius! Als Anwalt für den Pöbel? Du machst dir viele mächtige Feinde. So wird dir ein schwerer Kampf bevorstehen. Kann ich eine Abstimmung beantragen, um Octavius als Tribun abzusetzen? Octavius absetzen? Mit welcher Begründung? Dass er ein Feind der Bevölkerung ist. Und dass er absichtlich gegen die Interessen des Volkes handelt. Hör mir einen Augenblick zu! Und denk darüber nach, wo das hinführt. Die Machtbalance zwischen dem Senat und dem einfachen Volk ist eine heikle Sache. Gibst du ihm nämlich zu viel Macht, stürzt Rom in allerschlimmste Anarchie. Bürger der Republik, die da erwarten von euch, dass ihr zum Schutze Roms euer Leben lasst. Aber welche Heimat verteidigt ihr, wenn nicht die eurige? Das muss aufhören. Deshalb bringe ich neue Gesetze ein. Solche, die den augenblicklichen Besitzern so viel Land wegnehmen, wie sie zu viel haben. Und es denen zurückgeben, die es einmal besaßen und die es heute am meisten brauchen.